Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Das Spiel, das ich heute reviewen werde, ist ein weiterer Klassiker am Commodore Amiga und zwar Moonstone, A Hard Day's Night. Und los geht's! Moonstone Hard Day's Night ist ein Actionspiel kombiniert mit Strategie- und Rollenspielelementen. Das Spiel wurde entwickelt und veröffentlicht von der Firma Mindscape im Jahre 1991 für den Commodore Amiga und 1992 kam das Spiel für PC-DOS auf den Markt. Das Spiel spielt im Mittelalter, eine geheiligte Zeit steht bevor, die nur einmal in einem Jahrtausend stattfindet. Es ist Zeit der Mondsteine. Dano, der Geist des Mondes, hat sich vom Kosmos abgewandt und widmet seine ganze Aufmerksamkeit nur mehr der Erde. In dieser Zeit würdigen die Götter den stärksten Krieger im Land mit dem größten Geschenk, das einem Sterblichen zuteil werden kann, ihn in ihre Reihen für alle Ewigkeiten aufzunehmen. Aber vorher muss er sich dessen würdig erweisen. Sie müssen durch die Lande ziehen und die vier Schlüssel für das Tal der Götter finden. Ein Schlüssel ist jeweils versteckt in einer der vier Gebiete, jeweils in einer der sechs Höhlen. Jede Höhle wird bewacht von den ortsansässigen Kreaturen dieses Gebietes und seid versichert, sie beschützen ihre Schätze mit allen Kräften, die ihnen zur Verfügung stehen. Erst wenn ein Ritter alle vier Schlüssel besitzt, hat er die Möglichkeit, das Tal der Götter zu betreten und den Wächter des Tals im Kampf zu fordern. Wenn der Wächter besiegt ist, bekommt der Ritter als Belohnung einen Mondstein. Der Mondstein gehört zu einer jeweiligen Mondphase. Nur wenn ein Ritter Stonehenge erreicht, zur richtigen Mondphase mit dem richtigen Mondstein, kann er seine Suche beenden und somit den Göttern zeigen, dass er sich würdig erwiesen hat. Die Druiden des Landes haben ihre besten Ritter ausgesandt auf der Suche nach den Mondsteinen. Sir Godber von Nebelmoor, wo die großen Stämme der Trogs und Trog-Bestien liegen. Sir Richard aus dem Nordödland, ein Felsengebiet, in dem die riesigen Belloks hausen. Sir Geoffrey aus dem Riesenwald, Heimat der listigen Rattenartigen. Und Sir Edward von den Feuchtgebieten, wo halb pflanzenartige, halb menschenartige Schlammbeißer und Trolle Jagd auf menschliche Beute machen. Da jeder Ritter dazu bereit ist, alles nur Denkliche in seiner Macht zu tun, um als Erster mit dieser Suche fertig zu werden, stehen Duelle an der Tagesordnung und es gibt keine Regeln. Ebenfalls sollte gewarnt sein vor den schwarzen Rittern. Diese hassen die Druiden, da sie sie für Ketzer halten. Und sie werden jeden aufspüren und erschlagen, der sich auf die Suche macht nach den Mondsteinen. Ganz besonders, wenn sie am Ende ihrer Suche sein sollten. Diese Ritter sind bekannt dafür, dass sie während ihres Kampfes immer stärker werden. Ein letzter Ratschlag, wenn ihr euch noch immer auf die Suche machen wollt. Solltet ihr einen riesigen Schatten sehen, der sich in eure Richtung bewegt, lauft und schaut nicht zurück. Ihr wollt nicht wissen, welche Kreatur sich in diesen großen Schatten verbirgt. Falls doch, wird es wahrscheinlich das Letzte sein, was ihr jemals erblicken werdet. So,
So, jetzt wo wir die Hintergrundgeschichte kennen, schauen wir uns einmal das Spiel mehr im Detail an. Am Anfang des Spiels kann man entscheiden zwischen einem bis vier Spieler. Dann kann man die Blutrünstigkeit oder die Gewalt ein- oder ausschalten. Dann haben wir einen sogenannten Practice Mode, also das ist im Endeffekt ein Duell gegen einen zweiten Spieler. Und zum Schluss haben wir natürlich Start Game, also das Spiel beginnen. Wenn man jetzt das Spiel startet, kann man sich einen der vier Ritter aussuchen und wenn man will, kann man die auch umbenennen. Wie schon am Anfang erwähnt, je nachdem welchen Ritter man sich aussucht, fängt man in einer ganz speziellen Region an. Ich nehme eigentlich immer einen roten Ritter, warum? Ich finde einfach, der schaut wie eine harte Sau aus. Und er soll bekannt sein unter dem Namen Sirup, der Schleimige. Jeder Ritter beginnt in seinem eigenen Dorf mit 5 Leben, 10 Wurfdolchen, einem Langschwert, einem wattierten Waffenrock, 20 Hitpoints, 10 Goldstücke und einem Punkt auf jede Fertigkeit. Stärke, Konstitution und Ausdauer. Je mehr Stärke man hat, desto mehr Schaden macht man bei Gegnern. Je mehr Konstitution man hat, desto mehr Hitpoints hat man. Und je höher eure Ausdauer ist, desto weiter könnt ihr pro Tag euch bewegen. Das Spiel ist rundenbasiert und alle Bewegungen werden auf einer Karte dargestellt. Während eures Zuges könnt ihr euch mit eurem Ritter bewegen. Ihr könnt euer Inventar checken, indem ihr die Leertaste drückt am Keyboard. Ein Zug endet, wenn ihr mit einem anderen Icon interagiert, wie zum Beispiel ihr betretet eine Stadt oder ihr betretet eine Höhle oder ihr greift einen anderen Ritter an. Dann euer Zug endet ebenfalls, wenn euer Ritter keine Ausdauer mehr hat und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Zug vorzeitig beenden, indem ihr den Buchstaben E auf der Tastatur drückt. Jedes Mal, wenn euer Charakter mit einem anderen Icon in Kontakt kommt, dann wieder anfangen zu glühen, beziehungsweise das Icon. Und um jetzt mit dem zu interagieren, drückt ihr einfach den Feuerknopf auf den Joystick. Falls euer Ritter in Berührung kommen sollte mit mehr als nur einem Icon und ihr drückt den Feuerknopf, dann erscheint ein kleines Kastel am Bildschirm und dort könnt ihr euch dann aussuchen, mit welchem Icon ihr jetzt interagieren wollt. Während der Ladezeiten bekommt man vom Spiel Infos, einige sind davon hilfreich, wie zum Beispiel die Rattenartigen werden stärker, je voller der Mond wird, und andere sind überhaupt nicht hilfreich, wie zum Beispiel die Götter pausieren für einen Moment. Die Höhlen sollten euer Hauptziel in dem Spiel sein, aus 3 Gründen. Nummer 1, man braucht die 4 Schlüssel, um das Tal der Götter zu betreten. Und die Schlüssel befinden sich nun mal in den Höhlen. Nummer 2, nachdem man alle Monster in einer Höhle beseitigt hat, kriegt man einen Fertigkeitspunkt bzw. einen Erfahrungspunkt und diese braucht man, um seine Fertigkeiten zu steigern. Nummer 3, Schätze. In Höhlen findet man Gold, Heiltränke, magische Objekte und magische Schriftrollen. Aber natürlich, zuerst müssen die Monster besiegt werden. In dem Spiel gibt es 6 verschiedene Monster, die die Höhlen bewachen. Die Trolle sind groß, blau, haarlos und fies. Bewaffnet mit einer riesigen Keule schießen sie euch von einer Seite des Bildschirms zum anderen oder sie zerschmettern euch in 100.000 Teile. Trolle leben in den Feuchtgebieten, sie sind irrsinnig schnell und einer der stärksten Kreaturen in dem Spiel. Die Schlammbeißer leben ebenfalls in den Feuchtgebieten. Keiner weiß hundertprozentig genau, was diese Kreaturen eigentlich sind. Einige glauben, es ist eine Art intelligente, fleischfressende Pflanze, aber keiner weiß wirklich hundertprozentig genau. Lasst euch nicht beirren von ihren langsamen Bewegungen. Sie können euch nämlich ganz schnell mit ihren Wurzeln einfangen und dann langsam, aber sicher euer Leben rausquetschen. Ein Kampf gegen einen Schlammbeißer kann extrem gefährlich sein. Die normale Taktik eines Schlammbeißers besteht darin, dass er seinem Opfer auflauert und ihn dann überwältigt und runterzieht in den Schlamm. Man kann diesem Angriff nur ausweichen, indem man sich nach oben oder unten bewegt. Ein Blocken oder ein Gegenangriff wird immer fehlschlagen. Und es ist wurscht, wie stark der Charakter bzw. der Ritter ist oder welche Rüstung oder sonstiges er mit hat. Diese Attacke endet mit dem Tod eures Ritters. Punkt aus. Die Trogs sind eine menschenähnliche Rasse, die aber die Menschen aufs Tiefste hassen. Sie leben in großen Stämmen fast überall im Land verstreut, außer in den Feuchtgebieten. Je nachdem in welcher Region man die Trogs antrifft, besitzen diese dann verschiedene Waffen, da sie sich dem Land angepasst haben. Das heißt, Trogs aus dem Riesenwald besitzen Äxte, Trogs aus dem Nordödland besitzen Hämmer und
Trogs aus den Nebelmooren besitzen Speere. Trogs sind ausgebildete Krieger. Sie sind schnell und machen sehr guten Schaden. Ihr solltet auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn ihr mit den Trogs aus den Nebelmooren kämpft. Dadurch, dass sie einen Speer haben, haben sie eine leicht höhere Reichweite als euer Schwert. Das ist ein kleiner Vorteil, aber den werden sie versuchen, jederzeit auszunutzen. Also Vorsicht. Ebenfalls die Trog-Bestien leben in den Nebelmooren. Diese wurden von Trogs mit Menschenfleisch aufgezüchtet. Trog-Bestien sind eine Art Kombination zwischen einem Löwen, einem Wildschwein und einem Einhorn. Und kämpfen tun sie aber wie ein Bulle. Das heißt, sie stürmen auf euch zu und versuchen euch mit ihrem Horn aufzuspießen. Die Rattenartigen sind eine kleine, haarige, fleischfressende Rasse und sie leben im Riesenwald. Rattenartige sind nicht sehr stark, aber sie sind immer in größeren Verbänden anzutreffen. Und sie sind extrem agil. Sie sind auch besser bekannt unter dem Namen Mondteufel, da sie aus irgendwelchen Gründen auch immer stärker werden, je voller der Mond wird. Und bei Vollmond muss man überhaupt aufpassen, das sind sehr stark und während dieser Zeit haben sie auch die Fertigkeit, eine tödliche Krankheit zu übertragen. Sollte euer Ritter während des Kampfes infiziert werden mit dieser tödlichen Krankheit, trinkt so schnell wie möglich einen Heiltrank oder begebt euch zum nächsten Heiler. Und zwar wirklich so schnell wie möglich. Ansonsten braucht ihr euch über die Mondsteine eigentlich keine Sorgen mehr machen. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch die Belloqs. Die Legende besagt, dass Manth, der größte Zauberer des Landes, diese Kreaturen durch Zauber erschuf, um seinen Turm zu bewachen. Allerdings ist der Versuch fehlgeschlagen, sie entkamen und haben sich seither vermehrt wie Karnickel. Sie sind anzutreffen in den Nordödländern und das sind auch einer der gefährlichsten Bestien in dem Spiel. Während eines Kampfes schlagen sie ihre Gegner mit ihren riesigen Pranken. Das resultiert normalerweise in einem Freiflug so an die 2-3 Meter weit. Was sie auch gern machen ist, ihren Gegner versuchen zu grapschen und dann bewusstlos zu schütteln. Wenn sie das schaffen sollten, dann feiern sie, indem sie sich einen kleinen Snack genehmigen. Bon Appetit! Aber was wirklich ihre Lieblingstaktik ist, sie versuchen auf ihre Gegner drauf zu springen und diese zu Mus zu zerstampfen. Das ist ebenfalls eine Attacke wie bei den Schlammbeißern, das heißt blockieren oder Gegenangriff hilft da nichts, das ist ebenfalls ein sofortiger Tod für den Ritter. Es gibt jetzt noch zwei Dinge, die ich über die Höhlen erwähnen will. Nummer 1, nachdem man eine Höhle geplündert hat, verschwindet diese von der Karte. Und Nummer 2, die Höhlen passen sich eurem Ritter an. Je stärker euer Ritter wird, desto schwieriger wird es, eine Höhle zu plündern. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass anstatt dass man jetzt nur gegen einen Trog kämpft, kämpft man, wenn man stärker ist, gegen zwei Trogs gleichzeitig. Wenn der Ritter jetzt noch stärker sein soll, dann kämpft man gegen drei Trogs zur selben Zeit. Es verhält sich ganz genauso bei den Trog-Bestien und auch bei den Trollen. Und ihr könnt es mal glauben, gegen drei Trolle gleichzeitig zu kämpfen, das ist eine Selbstmordaktion. Bei den Rattenartigen ist es leicht unterschiedlich, das heißt, gleich von Anfang an kämpft man immer gegen zwei zur selben Zeit, aber halt eben dort steigert sich es dann auch, das heißt, gegen drei Rattenartige kämpft man gleichzeitig dann gegen vier. Und ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig genau, aber ich glaube mich zu erinnern, dass sich das Ganze steigern kann, bis auf fünf Rattenartige gleichzeitig zu bekämpfen, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Nur bei den Belloqs und bei den Schlammbeißern, dort ist das Ganze nicht so, was ja auch gut ist. Das heißt, dort kämpft man dann gegen mehrere nacheinander, aber niemals gegen zwei oder drei gleichzeitig. Ist auch sehr fair, weil, ja, sind wir sich's ehrlich, die haben beide eine Attacke, die euren Ritter sofort umbringt. Und wenn man gegen zwei kämpft oder gegen drei, das wäre einfach nur unfair, wenn die das könnten. Neben den Monstern in den Höhlen gibt es natürlich auch noch die anderen Ritter, die ebenfalls auf der Suche nach den Mondsteinen sind. Aber nur, solange man das Spiel mit anderen Spielern spielt. Das heißt, das Spiel fängt immer mit vier Ritter an. Und je nachdem, wie viele Spieler das Spiel spielen, gibt es mehr oder weniger schwarze Ritter. Also nur als Beispiel, wenn jetzt da wirklich vier Spieler das Spiel spielen, gibt es null schwarze Ritter. Wenn drei Spieler das Spiel spielen, gibt es einen schwarzen Ritter und so weiter und so weiter.
Die schwarzen Ritter sind im großen Ganzen ident mit euren Rittern. Sie fangen ebenfalls mit 5 Leben an, sie bekommen bessere Rüstungen und bessere Schwerter und magische Gegenstände und was auch immer im Spiel und die können ebenfalls auch ihre Fertigkeiten steigern. Sie sind nicht daran interessiert, die Höhlen zu plündern, da sie ja nicht auf der Suche nach den Schlüsseln sind. Aber sie wollen natürlich jeden aufhalten, der eben auf der Suche ist. Schwarze Ritter sind sehr gute Krieger. Sie haben die gleichen Bewegungen, die gleichen Geschwindigkeiten, die gleichen Kampfmanöver wie eure Ritter. Die können einem wirklich auf die Nerven gehen bzw. ein Krampf im Arsch sein. Die letzte Kreatur, die euch noch den Tag versauen kann, außer dem Wächter im Tal der Götter, ist natürlich der Drache. Der Drache fliegt über das ganze Land und hält immer Ausschau nach einer neuen Beute, die er erschlagen und danach ausrauben kann. Klingt komisch, ist aber so. Diese Kreatur ist riesig, stark und speit Feuer. Der Drache kann euch aber nur angreifen, wenn er euch berührt während eures Zuges. Außer er wird durch Magie dazu gezwungen, euch anzugreifen. Wenn ein Drache einen Ritter erschlägt, dann nimmt er ihm all sein Gold weg und ein magisches Objekt. Außer natürlich der Ritter verliert sein letztes Leben, dann nimmt er ihm alles weg. Das verhält sich fast genauso, wie wenn ihr gegen einen anderen Ritter kämpft. Der Gewinner kann vom Verlierer eine Sache nehmen, das heißt entweder das ganze Gold oder einen Gegenstand. Außer natürlich der Verlierer verliert sein letztes Leben, dann kann er ihm auch alles nehmen, was er will. Wenn man den Drachen aber erschlägt, bekommt man 2 Fertigkeitspunkte, all das Gold und die ganzen Sachen, die er bis jetzt geflaut hat. Je nachdem wie viele Spieler das Spiel spielen, braucht man jetzt mehr oder weniger Erfahrungspunkte, um eine Fertigkeit zu steigern. Das heißt, in einem 3- oder 4-Spieler-Spiel braucht man nur einen Erfahrungspunkt, um eine Fertigkeit zu steigern. In einem 2-Spieler-Spiel braucht man 2 und wenn man nur alleine das Spiel spielt, braucht man 3 Erfahrungspunkte. Man bekommt keine Erfahrungspunkte, wenn man gegen andere Ritter kämpft. 1 Punkt für jede Höhle, die man säubert, 2 Punkte für den Drachen und 3 Punkte für den Wächter der Tal der Götter. Ein Ritter fängt an zu flackern, wenn seine Hitpoints 10 Punkte oder darunter erreicht haben. Das heißt, damit zeigt das Spiel an, der macht's nicht mehr lang. Ritter können auch ein paar Hitpoints regenerieren nach jedem Zug, aber das ist komplett unterschiedlich. Da gibt's keine Regel oder sonst irgendwas, einmal sind's mehr, einmal sind's weniger. Falls euer Ritter mal unter 3 Leben kommen sollte, könnt ihr mit dem Gedanken spielen, dass ihr in euer Heimatdorf zurückgeht. Dort bekommt ihr nämlich ein gratis extra Leben. Das funktioniert nur 3-mal bei jedem Spiel und solange euer Ritter weniger als 3 Leben übrig hat. Nachdem man ein wenig Gold/Schätze eingehamstert hat, sollte man eine der 2 Städte aufsuchen, um zum Beispiel eure Ausrüstung aufzuwerten. Es gibt die Stadt Hochwald in den Nebelmooren und die Stadt Tiefensee in den Feuchtgebieten. In Hochwald gibt es einen Händler, eine Taverne, einen Heiler und den Hohen Tempel. Der Händler verkauft Waffen und Rüstungen, aber er kauft nichts. Und er hat immer die gleiche Ware. Das heißt, ihr könnt bei ihm kaufen Wurfdolche, ein Breitschwert, ein Zweihänder, ein Kettenhemd, ein Plattenpanzer oder den Schlachtplattenpanzer. Das ist die beste Rüstung, die man kriegen kann in dem Spiel. In der Taverne kann man dann ein wenig Glück spielen und zwar ein sehr beliebtes Spiel genannt Drachenwürfel. Ziemlich einfach, man setzt einen Goldbetrag zwischen 1 bis 5 Goldstücke, dann würfelt man die Würfel und je nachdem, ob man jetzt die richtige Kombination gewürfelt hat, gewinnt man oder verliert man mehr oder weniger. Ich blende kurz die Tabelle ein, man könnte sich anschauen, was gewinnt, was verliert. Kurze Info, jeder Ritter kann maximal 150 Goldstücke mit sich führen. Der Heiler, wie wir jetzt schon gehört haben, kann diese Infektion heilen von den Rattenartigen und natürlich kann er euren Charakter heilen, also die Hitpoints kann er wieder auffüllen. Aber man kann auch dort extra Leben kaufen. Die Anleitung besagt, dass man fürs Heilen 10 Goldstücke zahlen muss und für ein extra Leben 15 Goldstücke. Das stimmt nicht. Alles kostet bei dem Heiler 10 Goldstücke. Wenn der Ritter infiziert sein sollte, beziehungsweise wenn er nicht seine volle Hitpoint-Anzahl hat und man zahlt ihm 10 Goldstücke, dann heilt er den Charakter. Wenn der Ritter nicht infiziert ist und er hat alle seine Hitpoints und man zahlt 10 Goldstücke, dann bekommt man extra Leben. Die Heiltränke in dem Spiel funktionieren ganz genauso.
Wenn man jetzt einem Heiler mehr als 10 Goldstücke zahlt, bringt es nicht irgendwas, weil er macht nicht mehr oder nicht weniger dafür. Wenn man ihm aber weniger als 10 Goldstücke zahlt, dann macht er überhaupt nichts. Da spricht er irgendwas von Blutegel und irgendeiner Tinktur, also Humbug. Der Hohe Tempel ist das letzte Gebäude, das man betreten kann in Hochwald. Und der Hohe Tempel kauft und verkauft magische Gegenstände, Heiltränke und magische Schriftrollen. Das Inventar des Hohen Tempels, das verändert sich pro Spiel. Das heißt, die haben nicht immer die gleiche Ware. Es gibt 4 magische Gegenstände in dem Spiel und 5 magische Schriftrollen. Die magischen Gegenstände sind das Schwert der Schärfe. Das ist ein magisches Schwert und das Beste, das man in dem Spiel kaufen / finden kann. Dann gibt es Schutzringe, diese steigern eure Hitpoints. Dann gibt es das Juwel des Sehens oder der sogenannte Seestein. Damit kann man schauen, was befindet sich in einer Hülle, ohne diese zu betreten. Also welche Schätze kriegt man da drinnen. Und zum Schluss gibt es dann auch noch den Lindwurm-Talisman. Das ist ein magisches Kreuz und das reduziert den Schaden eines Drachens um die Hälfte. Und was wirklich besonders ist, ist, dieser Effekt kann gesteigert werden. Das heißt, je mehr Kreuze man hat oder Lindwurm-Talismane, desto weniger Schaden macht ein Drache. Das heißt, ziemlich coole Geschichte. Gut, kommen wir jetzt dazu den magischen Schriftrollen. Da hätten wir mal die Beschaffungsrolle. Diese erlaubt es euch, einen Gegenstand zu fladern von einem anderen Ritter. Wurscht, wo er auf der Karte ist. Das heißt, einfach benutzen, Ritter aussuchen, Gegenstand aussuchen und zack, kehrt schon euch. Das ist auch die einzige magische Schriftrolle, die immer funktioniert und ohne Probleme. Das soll heißen, alle anderen Schriftrollen, da gibt es eine kleine Chance, dass diese verflucht sind. Und das bedeutet dann, dass der Fluch zurückschlägt auf den jeweiligen Ritter, der den Spruch benutzt. Ebenfalls noch eine kurze Info, die ich fast vergessen hätte. Auch die schwarzen Ritter können magische Gegenstände und magische Schriftrollen benutzen. Aber machen wir weiter. Als nächstes hätten wir die Eilrolle. Diese erlaubt es euch, doppelt so weit zu gehen an einem Tag, als ihr normalerweise könnt. Wenn sie aber verflucht ist, könnt ihr nur die Hälfte von der normalen Strecke reisen. Dann hätten wir die Falkenrolle. Diese erlaubt es euch, euch irgendwo auf die Karte zu teleportieren, wo ihr wollt, beziehungsweise ihr könnt überall hingehen, außer das Tal der Götter, dort könnt ihr euch nicht hinbegeben. Falls ihr aber verflucht ist, dann werdet ihr irgendwo auf der Karte hinteleportiert. Die Rolle des Lindwurms zwingt den Drachen, einen speziellen Ritter anzugreifen. Das heißt, wenn ihr die benutzt, wählt sie einfach den Ritter aus und der Drache wird den Ritter angreifen. Falls die Schriftrolle aber verflucht ist, dann seid ihr vom Drachen des Ahns am Menü. Die letzte Schriftrolle ist die Schutzschriftrolle. Diese kann man benutzen, wenn man von einem anderen Ritter attackiert wird. Und ja, man kann sie benutzen, um eben nicht kämpfen zu müssen. Falls diese aber verflucht ist, muss man kämpfen und die komplette Steuerung ist umgekehrt. Das heißt, viel Spaß. So, das war jetzt die Stadt Hochwald und jetzt kommen wir zur Stadt Tiefensee. Die Stadt Tiefensee hat ebenfalls auch einen Händler, eine Taverne, einen Heiler und die sind genau das gleiche wie in Hochwald. Tiefensee hat keinen hohen Tempel, aber dafür lebt bei ihnen bzw. findet man in Tiefensee das Zuhause von Mithral the Mystic. Der ist dafür bekannt, dass er die Seele eines Ritters auf einen geistigen Wandertag schickt und wenn die Seele dann wieder zurückkehrt in den Körper, dann hat sich eine der Fertigkeiten um einen Punkt entweder erhöht oder verringert. Das heißt, das ist eine komplette Glücksspielgeschichte bei ihr. Laut Anleitung heißt es, dass wenn man ihm zumindest 10 Goldstücke gibt, dass man seine Chancen verbessern kann, dass man jetzt da wirklich was Gutes kriegt. Ich muss ehrlich zugeben, es ist wurscht, was du ihm gibst, solange du ihm irgendein Gold gibst. Es ist wirklich ein Glücksspiel. Das heißt, einmal gewinnt man, einmal verliert man. Gut, neben den Städten gibt es jetzt auch noch 3 andere Plätze, die ich erwähnen werde. Und zwar hätten wir da mal den Zaubererturm von Math, dann hätten wir Stonehenge und natürlich das Tal der Götter. Der Zaubererturm von Math, der befindet sich im Nordödland und ein Besuch bei Math ist ebenfalls eine Glücksspielgeschichte wie bei Mithral the Mystic. Ihr müsst ihm zwar kein Gold zahlen oder irgendwas, aber es kommt darauf an, ist er erfreut oder mehr oder weniger angefressen, dass ihr vor seinem Turm erscheint. Wenn er erfreut ist, euch zu sehen, dann wird er euch entweder Gold schenken, irgendeinen magischen Gegenstand oder eine eurer Fertigkeiten erhöhen. Ist er aber genervt von euch, dann verwandelt er euch in eine Kröte. Und zwar für 3 volle Züge. Ihr könnt zum Glück nicht sterben bzw. attackiert werden während der Zeit, aber ihr könnt auch nicht eure Besitztümer verteidigen. Das heißt, die Chancen stehen sehr gut, dass alle anderen Ritter euch bis auf die Unterhose ausziehen werden. Stonehenge befindet sich im Riesenwald und Stonehenge wird hauptsächlich für Heilzwecke benutzt.
Wenn man dort ist, kann man einen magischen Gegenstand oder eine magische Schriftrolle opfern und dafür bekommt man auf der einen Seite nochmal alle Hitpoints wieder geheilt und man kriegt sogar ein extra Leben. Also das ist ziemlich cool. Und zum Schluss hätten wir dann noch das Tal der Götter. Das befindet sich im Zentrum der Karte und man kann es natürlich nur betreten, wenn man alle 4 Schlüssel vorher eingesammelt hat bzw. gefunden hat. Ein Ritter, der jetzt wirklich versucht, den Wächter herauszufordern im Kampf, sollte zumindest die beste Rüstung tragen und das beste Schwert, um irgendeine Chance zu haben. Der Wächter schaut aus wie eine Kombination zwischen Medusa und einem Genie. Der Wächter ist groß, schnell, schießt mit Blitzen nach euch, attackiert euch mit irgendeiner dämonischen Peitsche und erteilt Schläge aus wie ein Schwergewichtsweltmeister. Der Wächter hat auch noch die Kraft, eure Fertigkeitspunkte zu absorbieren. Das heißt, er kann euch schwächer machen während des Kampfes. Und falls ihr den Kampf verlieren solltet, verliert sie nicht ein Leben, sondern 3 Leben. Das heißt, der Wächter ist mit Abstand die stärkste Kreatur in dem Spiel. Aber wenn ihr es jetzt erschaffen solltet, den Wächter zu schlagen, dann werdet ihr dafür belohnt mit einem Mondstein. Es gibt 3 verschiedene Mondsteine und jeder Mondstein gehört zu einem speziellen Mond oder zu einer speziellen Mondphase. Es gibt den Vollmondstein, dann gibt es den Halbmondstein und den Neumondstein. Die Mondphasen verändern sich nach jedem dritten Zug und wenn ihr einen Mondstein besitzt zur richtigen Mondphase, dann verdoppeln sich sogar eure Hitpoints. Und um das Spiel jetzt zu beenden, beziehungsweise eure Suche zu beenden, müsst ihr jetzt mit dem richtigen Mondstein zur richtigen Mondphase in Stonehenge ankommen. Dann habt ihr es geschafft. Man steuert das Spiel mit dem Joystick. Die Steuerung ist recht simpel gehalten, das heißt im Kampf steuert ihr mit dem Joystick euren Ritter. Wenn ihr den Feuerknopf drückt und gedrückt haltet und dann in eine der 8 Richtungen steuert, dann attackiert ihr entweder mit dem Schwert auf eine spezielle Art und Weise, ihr blockt oder ihr werft einen von euren Wurfdolchen. Das Spiel hat, finde ich, ziemlich gut aussehende und coole Zeichentrickgrafik. Und ebenfalls die Musik finde ich sehr cool und die Soundeffekte. Was das Spiel damals so speziell gemacht hat, war natürlich der Gewaltheitsgrad, / die Brutalität in dem Spiel. 1991, ich glaube mal, das Spiel war entweder das blutrünstigste oder eines der blutrünstigsten Spiele. Ein anderes Spiel, was mir einfällt, was ungefähr nah rankommt an Moonstone, war vielleicht Mortal Kombat, aber das kam ja ein Jahr später, 1992, auf den Markt. Aber der Gewaltheitsgrad bzw. die Brutalität, die jetzt in dem Spiel stattfindet, ist meiner Meinung nach jetzt nicht grauslich oder abstoßend oder sonst irgendwas, sondern die ist so überdrüber gemacht, die ist einfach nur lustig bzw. lachhaft. Und das gibt, finde ich, dem Spiel einen ganz speziellen Charme. Und ich glaube, ich bin sogar nicht der Einzige, wenn ich jetzt sage, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, denke ich sofort an die Ritter der Kokosnuss von Monty Pythons, ganz speziell das Duell mit dem schwarzen Ritter. An mir kommt niemand vorbei. Was? Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren. Dann werdet ihr sterben. Hiermit erteile ich euch den königlichen Befehl, zur Seite zu treten. Ich trete
Ich trete vor niemandem zur Seite. Gut, dann muss es sein. Jetzt, schmalzgewichster Rittersmann, gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Und was ist das da? Oh, sprach nicht, es gibt Schlimmeres. Ihr seid ein Aufschneider. Komm, du Königverschnitt! Der Sieg ist mein. Mein Gott, Walter. Ja, komm hoch, es geht weiter. Was? Ja. Ich glaub, mich dritten Pferd. Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein. Oh, hast du schon genug? Lass den Blödsinn. Feigling. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Was machst du? Na, komm schon. Willst du mir meine Rüstung versauen? Ich bin unbesiegbar. Nein, ein armer Irrer. Der schwarze Ritter triumphiert immer. Komm schon, ich schlag dich zusammen. Komm schon. Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. Also im Endeffekt, ich finde einfach, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Es ist, ja, es ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Und ich würde es auch eigentlich an jeden weiterempfehlen, aber halt eben nur an Leute, die Gefallen an solche, an solchen Actionspielen haben. Für alle anderen macht es nicht wirklich Sinn. Ja, ich habe am Anfang erwähnt, das Spiel kam auch für den PC-DOS auf den Markt und ich habe die PC-Version nie gespielt, aber ich weiß ein bisschen was darüber. Und die größten Unterschiede sind jetzt, also die Ladezeiten sind besser am PC als am Amiga. Dann die PC-Version kann man spielen mit Joystick oder mit Keyboard, anstatt nur mit Joystick am Amiga. Die Grafik ist ein Eizau besser am Amiga und die Musik ist um ein Eizau besser am Amiga auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Musik am PC ist jetzt nicht so toll. Ja, aber bis auf die vier Sachen, muss ich aber zugeben, sind beide, so viel ich weiß, ident. Gut, heutzutage ist Moonstone Hardy's Night ein echtes Sammlerstück geworden. Das Spiel ist ziemlich schwer zu finden und ja, auf eBay kann man wirklich mit Preisen rechnen zwischen 100 und 300 Euro. Also ziemlich teure Geschichten, das macht nicht einmal, also es ist wirklich wurscht, ob es die PC oder die Amiga-Variante ist. Ja, im Endeffekt, es suchen mehr Leute nach der Amiga-Variante, aber wie gesagt, preislich ist da fast kein Unterschied zwischen beiden Versionen. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt Interesse hätten an dem Spiel und es einfach nur spielen wollen, ich würde euch wirklich empfehlen, schaut, dass die ROMs von dem Spiel online irgendwo findet, runterladet und spielt das Spiel an einem, also auch an Amiga-Emulator wie in WinUAE oder wenn es die PC-Version irgendwo findet, dann ja unter DOSBox. Gut, im Endeffekt, jetzt sind wir auch am Ende angelangt von meiner Review von Moonstone, A Hard Day's Night. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, gell? Tschüss, Baba.